Hallo zum Testcheck. Letzte Ausgabe mussten wir ja erstmals in der Geschichte der GamePro aussetzen, weil keine Spiele da waren. Aber diesen Monat gibt's wieder bewegte Eindrücke zu Spielen, die keinen Test oder kein eigenes Video oder kein beides bekommen haben. Inklusive mehr oder weniger genrekompetentem Kommentar von meiner einer. Und los geht's mit einem Spiel, bei dem ich mich zuerst gesträubt habe, es überhaupt anzufassen, ihm dann aber eine Chance gegeben habe, zwischendurch doch relativ angetan, schließlich aber ziemlich genervt war. Atelier Aisha, The Alchemist of Dusk für PlayStation 3. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und rausgefunden, dass das hier das mittlerweile 14. Spiel aus der Atelier-Serie ist. Am ehesten sagen europäischen Zockern wohl die Atelier Iris Spiele was, aber da gibt's noch viel mehr. Ist aber völlig egal, weil das Spiel hier mit dem Rest der Reihe nichts zu tun hat. Die Packungsrückseite sagt zur Story folgendes. Ein neues Zeitalter der Dämmerung bricht an, in einer Region der Welt, in der die Menschen wieder anfangen, bescheiden zu leben. In diesem Land gibt es kein Regierungssystem, doch die Menschen leben zusammen, Hand in Hand. Hier, in einer abgelegenen Werkstatt, lebt ein Mädchen, das ihren Lebensunterhalt mit dem Herstellen von Heilmitteln verdient. Der Name dieses Mädchens ist Aisha. Früher lebte sie bei ihrem Großvater und ihrer jüngeren Schwester. Aber nachdem ihr Großvater vor einigen Jahren verstorben ist, ist nun auch noch ihre Schwester verschwunden. Nun bleibt ihr nur noch ihre Lieblingskuh und ihre Einsamkeit. Verwirrt? Keine Angst, das ist bei dem Spiel hier völlig normal. Bis die Geschichte endlich mal in Fahrt kommt und ihr mit dem Spielen anfangen könnt, vergehen locker 2 bis 3 Stunden, in denen ihr euch eigentlich peinliche, aber stellenweise auch echt lustige Dialoge anhört und Tutorials über euch ergehen lasst. Schade, dass die niedlichen Piepsstimmen nicht alle Dialoge vertonen durften und ihr immer wieder über stumme Passagen stolpert, in denen bloß Textkästchen aufploppen. Zwischendurch gibt's dann auch mal Kämpfe gegen schröckliche Monster, wie diese tollwütigen Apfelschwanz-Flugdackelhamster. Die heißen natürlich nicht so. Die Gefechte laufen japanotypisch ab und in den wenigen Malen, die ich in den Kampf gezogen bin, funktionierte das alles prima. Und hier liegt auch das Problem. Ich habe zwar ein paar Stunden gespielt, aber viel zu wenig von Atelier Aisha gesehen, als dass ich mir ein finales Urteil erlauben könnte. Es sieht hübsch aus, der Humor ist charmant und wer auf Japano-Rollenspiele steht, sollte dem Ding unbedingt eine Chance geben. Ich finde, hier steckt mehr Seele drin als in sämtlichen weichgespülten Final Fantasies der letzten Zeit. Und die Meerschweinchenkuh ist super. Apropos Seele. Dynasty Warriors 7 Empires für die PlayStation 3 hat keine. Diese auf Disc gepresste Frechheit ist eine Erweiterung des ohnehin schon seelenlosen Dynasty Warriors 7 und damit im Prinzip das gleiche Dauergemetzel wie immer. Diesmal mit ein paar Taktikoptionen. Ich zeig euch mal, was euch hier genau wie in jedem anderen Dynasty Warriors Spiel erwartet. Stupides Dauergekloppe gegen Feinde, die sich sogar in einer langen Schlange anstellen, um sich von euch auf die Glocke geben zu lassen. Aber hey, würde ich auch tun, wenn ich Aussicht auf Backenfutter von Häuptling Hutfeder hier hätte. Wenn man genug Gegner besiegt hat, gibt's auch besondere Attacken, die ordentlich Aua machen. Aber das kennt man ja eigentlich alles, also was soll ich noch groß erzählen? Die 10 Fans, die sich jedes Dynasty Warriors Spiel kaufen, um die immer gleichen historischen Schlachten nachzuprügeln, werden sich Dynasty Warriors 7 Empires sicher auch kaufen und damit glücklich sein. Alle anderen halten sich lieber an die Hauptserie ohne den Empires-Zusatz und damit die aufgesetzten Taktikoptionen. So, und jetzt kommen wir zu einem Spiel, zu dem ich tatsächlich nicht mal ansatzweise ein qualifiziertes Urteil fällen könnte. Tiger Woods PGA Tour 14 für PlayStation 3 und Xbox 360. Von unserem Redaktions-Golf-Profi habe ich mir allerdings sagen lassen, dass der einzige Grund, dieses Spiel zu kaufen, wenn man einen der Vorgänger schon besitzt, die fehlende Farbe ist. Hä? Was? In Tiger Woods 14 gibt's jetzt einen Retro-Modus, in dem ihr historische Golfpartien nachspielen dürft. Stilecht dargestellt mit Sepia-Filter und Filmrollenoptik samt kleiner Defekte. Über den Rest lässt sich im Prinzip das gleiche sagen wie über die jährlichen WWE-Spiele-Updates oder die FIFAs und PESs dieser Welt. Das gleiche wie jedes Jahr, aber mit minimalen Neuerungen.
Under Defeat HD für PlayStation 3 und Xbox 360 ist die Umsetzung eines Dreamcast-Spiels, das mehrere Jahre nach Ende der Konsolenproduktion erschien. Wie in den Klassikern 1942 oder etwas treffender Tiger Heli ballert ihr euch durch vertikal von unten nach oben scrollende Levels und hunderte Gegner, die Abermillionen Geschosse auf euch abfeuern. Gesteuert wird wahlweise etwas kompliziert über einen Stick und zwei Feuertasten oder zwei Sticks und eine Feuertaste. Kompliziert ist erstere Variante, weil ihr den Helikopter drehen müsst, um zum Beispiel diagonal zu ballern. Dazu müsst ihr den Finger aber vom Dauerfeuer nehmen. Das entfällt, wenn ihr einfach wie bei einem Twin-Stick-Shooter den zweiten Steuerknüppel des Controllers für gleichzeitiges Ballern und Drehen des Hubschraubers benutzt. Die zweite Feuertaste ist übrigens für Bomben vorgesehen, mit denen ihr für ordentlich Metallschrott sorgt. In der knapp 40 Euro teuren sogenannten Deluxe Edition sind Zusatzinhalte, Patches, ein digitales Artbook, eine Soundtrack-CD und der VKL.02 in Klammern Art Chopper enthalten. Letzterer ist eine dicke Höllenmaschine, die allerdings auf der PlayStation 3 für Dauerzeitlupe sorgt, weil irgendwas die Konsole überfordert. Auf der Xbox 360 gibt's zwar auch kleinere Frame-Drops, aber lange nicht so dramatisch wie auf der PS3. Für die Oldschool-Shooter-Freunde unter den Xbox 360-Besitzern ist Under Defeat HD eine durchaus lohnende Anschaffung. Und damit sind wir wieder mal am Ende des Testchecks angekommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal!